ist die Kundgebung, die Performance-Kundgebung der Mieterinneninitiative Stockheimstaden. Und wir sind eine erfolgreiche Mieterinneninitiative. Wir haben etwas geschafft, was noch vor einem Monat Leute dachten, das wäre unmöglich, das zu schaffen. Und gleichzeitig sind wir wütend und zornig, weil das, was wir wollen, ist der Vorkauf. Und es scheint, dass es Senat darauf hinaussteuert, mit Heimstaden eine Abwendungsvereinbarung zu unterschreiben. Liebe Leute, ich sage es nicht gern, doch unsere Stadt ist bedroht von einem Schwedenkonzern. Sie heißen Heimstaden, wollen unser Heim haben, 150 Häuser kaufen und die Scheine heimtragen. Doch wir können Nein sagen, NachbarInnen vereint haben, werden uns da reinklagen, bis sie weinend heimfahren. Und wenn ich das Häuser kriege, viele Häuser für Schweden und West und es ist richtig teuer, kämpfen zusammen gegen Goliath. Wir machen das nun nach. Schwimmen über unseren Köpfen Kreise, kleine Fische. Jetzt sind wir nicht mehr leise. Blub, blub. Mit dem Meeresspiegel steigen Preise. Ich finde das richtig scheiße. Wie bist du auf den Heimstaden-Song gekommen? Also, was hat dich inspiriert? Also, es ist eigentlich super unspektakulär. Ich war in der Küche, hab Kaffee getrunken, mich hat das Thema nicht losgelassen. Und dann hatte ich plötzlich irgendwie diese Line im Kopf, liebe Leute, ich sage es nicht gern, doch unsere Stadt ist bedroht von dem Schwedenkonzern. Und dann fand ich das irgendwie, nach meinem Kaffee getrunken, fand das irgendwie so gut, dass ich dachte, ja, ich muss jetzt irgendwie meinen Frust irgendwie umwandeln in irgendwas, was ich vielleicht gerne mache, das ist Musik. Und dann habe ich weitergeschrieben einfach. Und dann hab ich es Freunden gezeigt, die waren begeistert und dann habe ich einfach den Song komplett zu Ende geschrieben. Vielleicht noch, nicht bloß wieder entstanden ist, sondern die Motivation überhaupt dazu, einen Song zu machen. Ich dachte einfach, gut, was kann ich jetzt beitragen zu der Sache? Natürlich bin ich auch betroffen. Ich finde es furchtbar, dass die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, irgendwie verkauft wird an reiche Leute. Ich finde das richtig scheiße.